Bleib dran. Das ist meine heutige Empfehlung für dich in Bezug auf die Praxis von den Joe Dispenza Meditationen. Mein Name ist Bettina Flossmann und ich praktiziere diese Meditationen tatsächlich seit 8 Jahren, also schon eine ganz schön lange Zeit, und zwar täglich und manchmal nicht nur einmal am Tag, also manchmal auch mehrere Male am Tag. Und ja, ganz einfach, weil ich so begeistert bin von dieser Arbeit, weil ich die Meditationen so sehr liebe und ja, weil sie mich in so eine unglaubliche Veränderung in mir und auch in meinem Leben gebracht haben. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, ja, auch wenn Zeiten kommen, wo du wieder zweifelst, ja, wo dein Verstand vielleicht sagt, oh, was bringt das alles, wo sich vielleicht körperliche Symptome zeigen, verstärkt mitunter auch. Das kann durchaus passieren. Und dann fängt wieder so dieser Zweifler an und der sagt, ach nee, jetzt höre ich doch wieder auf. Ja, vielleicht haben die da draußen doch recht, ne, wenn die Ärzte irgendwas gesagt haben oder. Und viele Menschen hören dann einfach wieder auf. Und ich fühle, dass es entscheidend ist, ja, dieses Commitment, also diese Verbindlichkeit mit sich selbst einzugehen. Komme, was da wolle, sich einfach tagtäglich hinzusetzen und die Meditationen zu machen. Es lohnt sich so sehr. Ja, und manchmal geht es halt wieder in ein Tal oder durch einen dunkleren Wald, aber es kommt immer wieder das Licht. Und in Zeiten des Zweifels, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Testimonial angeschaut. Also da gibt es ja mittlerweile auf dem Joe Dispenza YouTube-Kanal so viele Heilungsgeschichten. Also wenn dein Verstand wieder so bla 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 macht, schau dir ein Testimonial an und dann geht's weiter. Genau. Also viel Freude mit den Meditationen, dranbleiben. Und ja, einfach erfahren, dass es immer noch besser werden kann. Also das eigene Leben, das eigene Fühlen und dass es nach oben hin keinerlei Begrenzung gibt. Ja, hätte mir das jemand gesagt vor ein paar Jahren, ich hätte es nicht geglaubt. Aber durch diese Praxis und durch diese Begeisterung, ja, ist einfach so viel passiert und das wird bei dir auch passieren. Genau. Also dranbleiben und ganz viel Freude und bis zum nächsten Mal.